Stell dir vor, du bist der Anführer einer Party von krassen Abenteurern, aber du hast null Bock auf das Ganze. Genau das ist Cray. In Let This Grieving Soul Retire sehen wir, wie dieser Typ, der absolut keine Lust mehr auf den ganzen Heldenkram hat, trotzdem irgendwie immer der Schlüssel zum Erfolg ist. Obwohl er sich für total nutzlos hält, bringt er seine Crew durch die heftigsten Missionen. Natürlich alles zufällig, dank seiner super unabsichtlichen Befehle. Klingt verrückt? Wartet mal ab und bleibt dran, es wird noch besser. Cray ist der Anführer des stärksten Clans der Welt, der Grieving Soul, und er wird für seine Weisheit und Macht weiterhin respektiert. Aber in Wirklichkeit ist er ein totaler Schwächling, der nur einen Weg finden will, seinen Job aufzugeben. Wir sehen Cray in der Schlange vor einem Schatzjäger-Clan-Treffen stehen und er sieht aus, als wolle er wirklich nicht hier sein, aber er hat keine andere Wahl. Schatzsucher sind in dieser Welt im Grunde genommen Berühmtheiten, denn sie erforschen Schatzkammern auf der ganzen Welt und riskieren ihre Leben gegen Phantome und das alles ohne Krankenversicherung. Es ist ein gefährlicher Job, aber die Aussicht auf Ruhm und Reichtum bringt jedes Jahr Dutzende von Menschen dazu, Schatzsucher zu werden. Und zu diesem Zweck schließen sie sich oft einem Clan wie First Steps an, der in der Hauptstadt als einer der besten überhaupt gilt. Er besteht aus einer Reihe von Gruppen, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und der Grund, warum so viele Leute hier mitmachen, ist, dass man als Einzeljäger nicht weit kommen kann. Es sei denn, man heißt Jinwu. Cray wollte das Ganze hinter sich bringen, ohne viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber plötzlich beginnt das Mädchen hinter ihm zu reden und fragt, ob er auch hier sei, um sich einer Gruppe anzuschließen. Cray versucht, die uralte Taktik anzuwenden, sie zu ignorieren, bis sie weggeht. Aber bevor er sich versieht, ist sie schon vor ihm und stellt sich vor. Ihr Name ist Ruda und sie ist eine Hunterin der Stufe 3. Sie reicht Cray die Hand, aber er weigert sich, ihr die Hand zu geben, obwohl er ihr seinen Namen nennt. Ruda ist enttäuscht, dass Cray ihr nicht die Hand geschüttelt hat, aber sie kommt darüber hinweg und fängt an, mehr über sich zu erzählen. Bisher war sie alleine auf der Jagd, aber dann stieß sie auf ein Gewölbe namens Weiße Wolfshöhle, das sie alleine nicht bewältigen konnte. Also wollte sie sich einer Gruppe anschließen. In diesem Moment dreht sich der Mann vor ihnen um und sagt zu Ruda, sie solle es mit so gefährlichen Dungeons wie der Höhle des Weißen Wolfs nicht aufnehmen, solange sie erst Stufe 3 sei. Er grinst und nennt sie eine unerfahrene Amateurin, denn auch wenn sie Stufe 3 ist, ist sie im Vergleich zu den anderen professionellen Huntern da draußen immer noch eine Anfängerin. Als der Streit immer hitziger wird, wird Ruda richtig wütend und Cray wünscht sich wirklich, er wäre zu Hause geblieben und hätte sich nicht mit ihnen eingelassen. Ruda zieht ihre Messer und will den Mann angreifen, aber bevor sie etwas tun kann, kommt ein Wächter und erinnert Ruda daran, dass dies nicht die Straßen Londons sind und wenn sie so weitermacht, wird sie vom Clan-Treffen ausgeschlossen. Sie merkt, dass sie für einen Moment die Beherrschung verloren hat, also legt sie ihre Messer weg und entschuldigt sich für ihren Ausbruch, während Cray versucht, so zu tun, als wäre er nicht hier. Kurze Zeit später kommt Cray zum Clan-Treffen und Ruda ist immer noch bei ihm, weil er die einzige Person ist, die sie hier kennt. Sie ist erstaunt über all die mächtigen Hunter hier und fühlt sich ehrlich gesagt ein wenig überwältigt, da sie noch nie an einem Ort wie diesem war. Sie fragt Cray, ob er schon einmal hier war, woraufhin er ihr sagt, dass er schon zum fünften Mal hier ist. Und Ruda meint, er müsse ein schlechter Hunter sein, wenn er immer wieder zum Rekrutierungstreffen kommen muss. Bei den Huntern ist Talent das A und O und so kann sich auch ein unbedeutender Niemand einen Namen machen und in der Rangliste aufsteigen. Ruda bemerkt eine Gruppe in auffälliger Kleidung auf der anderen Seite des Raums, also fragt sie Cray danach und er erklärt ihr, dass die Gruppe Arc Brave heißt und von allen anderen Gruppen, die heute rekrutieren, unbestreitbar die stärkste ist. Als Gruppe haben sie es einmal geschafft, mit nur 6 Mitgliedern einen Dungeon der Stufe 7 zu überwinden. Sie sind also weithin respektiert. Und wenn man von ihrem Anführer Arc Roden gescoutet wird, ist einem eine gute Hunter-Karriere so gut wie sicher, obwohl er bei seinen Auswahlkriterien ziemlich wählerisch ist. Ruda ist neugierig und fragt nach dem leeren Schreibtisch in der Ecke des Raums. Aber bevor Cray etwas sagen kann, kommt der Mann von vorhin zu ihr und sagt, er werde ihr alles erklären. Nach dem Streit, den sie draußen hatten, will Ruda seine Hilfe eigentlich nicht. Aber Greg erklärt ihr trotzdem, dass der Schreibtisch der Partei gehört, die diesen Clan gegründet hat, den Grievern. Es handelte sich um eine Gruppe talentierter junger Leute, die vor ein paar Jahren in der Hauptstadt ankamen und sich als die Griever einen Namen machten. Aber was die anderen nicht wissen, ist, dass die legendäre Gruppe aus Crays Kindheitsfreunden besteht. Anscheinend gab es Gerüchte, dass die Grieving Soul Party heute rekrutieren würde, aber da ihr Platz leer ist, nimmt Greg an, dass die Gerüchte falsch waren. In diesem Moment bemerkt ein Junge, der sich bei der Grieving Souls Party bewerben wollte, dass sie noch nicht da sind. Er wird wütend, weil er glaubt, dass er eines Tages der stärkste Hunter der Welt sein wird und dass die einzige Partei, die es wert ist, ihr beizutreten, die Grieving Souls sind.
Greg findet den Jungen amüsant, aber Ruder traut sich nicht etwas zu sagen, da der Junge tatsächlich eine höhere Stufe als sie hat. In diesem Moment meldet sich ein Mädchen namens Tino und ist bereit, das rothaarige Kind mit Gewalt zum Schweigen zu bringen, denn sie ist die Einzige, die es verdient, den Grieving Souls beizutreten. Ihr Partner versucht sie zu beruhigen, da es sich nicht lohne, eine Szene zu machen, auch wenn der rothaarige Typ wirklich nervig sei. Eine Sekunde lang sah es so aus, als hätten sie sich nicht genug beruhigt, um eine Schlägerei zu vermeiden. Aber dann schaltet sich Greg mit seiner erstklassigen Anstiftung ein und plötzlich unterstützt der ganze Raum den Kampf. Die Handschuhe werden ausgezogen und Tino und der Junge stehen sich gegenüber. Cray spürt, dass es bald hektisch werden wird und da er nicht dabei sein will, bittet er Ruder, mit ihm nach draußen zu kommen. Als die Schlägerei losgeht, hat Tino bereits vor, den Jungen zu töten und sie wird Soul später anrufen, um die Mordanklage zu übernehmen. Zumindest war das der Plan, bis sie eine vertraute Person in der Nähe wahrnimmt und in dem Moment, in dem sie Cray sieht, vergisst sie den Kampf und stürmt direkt auf ihn zu. Cray ist von dem plötzlichen Angriff überrascht und stolpert nach hinten, woraufhin Tino sich nervös umdreht, ihn Meister nennt und fragt, ob er gesehen hat, wie sie dort drüben die Beherrschung verloren hat. Ark kommt dann ebenfalls herüber und begrüßt Cray, da er auf seine Ankunft gewartet hat. Sie hätten mit dem Clan-Treffen sowieso erst beginnen können, wenn Cray angekommen wäre, da er sowohl der Clanmeister als auch der Anführer der Grieving Souls ist. Alle, die ihn noch nicht erkannt haben, sind schockiert, denn das bedeutet, dass Cray die wichtigste Person hier sein muss. Aber die ganze Aufmerksamkeit, die er bekommt, macht ihn krank, sodass er eigentlich nur noch nach Hause gehen will. Als Cray und seine Freunde aus Kindertagen vor einigen Jahren in der Hauptstadt ankamen, räumten sie alle Anfänger-Dungeons in Rekordzeit aus. Aber es gab nur ein Problem. Cray hatte keine Ahnung, was er da tat. Er wurde vor einem Monster gerettet und seine Teamkollegen dachten, dass er absichtlich seine Deckung senkt, um als Köder zu fungieren. Aber er war kurz davor, gefressen zu werden. Sie alle teilten denselben Traum, außergewöhnlicher Hunter zu werden. Aber im Gegensatz zu den anderen fünf war Cray außergewöhnlich gewöhnlich. Er wusste, dass er der Gruppe früher oder später nur noch zur Last fallen würde. Und er wollte nicht, dass seine Freunde ihm seine Schwäche übel nahmen. Also fasste er den Entschluss, die Gruppe alleine zu verlassen. Als er jedoch versuchte, die Partei zu verlassen, endete das irgendwie damit, dass er zum Parteivorsitzenden ernannt wurde. So kam er zu seiner jetzigen Position als Anführer seiner wirklich begabten Kindheit. Aber er wünscht sich wirklich, er könnte sich einfach vom Hunter-Dasein zurückziehen. Ruder und Greg können immer noch nicht glauben, dass sie die ganze Zeit mit dem Clanmeister gesprochen haben. Und während Cray in seinem Stuhl sitzt, kommt Ark herüber und fragt, ob Cray zu spät gekommen sei, weil er die Menge als einer der einfachen Leute beobachten wollte. Cray verneint dies und sagt, er habe nur verschlafen. Aber Ark hört nicht zu und glaubt fest daran, dass Cray absichtlich zu spät gekommen ist. Aus irgendeinem Grund wird Cray, egal wie sehr er sich zu erklären versucht, immer so missverstanden, dass er besser dasteht, als er tatsächlich ist. Tino gefällt es nicht, wie eng Ark mit Cray befreundet ist, also will sie ihn aus dem Clan werfen lassen, aber Cray wird das nicht tun. Tino ist ein Hunter der Stufe 4, der zufällig auch der Lehrling von Kays Kindheitsfreundin Liz ist, weshalb sie viel mit ihm zu tun hat. Ark fragt Cray, ob er irgendwelche guten Kandidaten für die Rekrutierung im Sinn hat, aber ehrlich gesagt gibt es im Moment keinen Grund, neue Mitglieder in den Clan aufzunehmen. Da Ark jedoch fast nie neue Mitglieder rekrutiert, ergreift Cray die Gelegenheit und fragt, ob Ark seine Empfehlungen ernsthaft in Betracht ziehen wird. Ark sagt, dass er jeden aufnehmen wird, den Cray auswählt. Und das ist für alle eine große Überraschung, sodass der Vizekapitän versucht, ihm eine solche überstürzte Entscheidung auszureden. Ark unterbricht sie jedoch und sagt, dass jeder, den Cray auswählt, würdig ist, seiner Party beizutreten. Tino wird rot, weil sie glaubt, dass Ark sie vorschlagen will. Aber sie mag Ark auch nicht und weiß nicht so recht, ob sie annehmen soll oder nicht. Plötzlich taucht der Junge von vorhin, der übrigens Gilbert heißt, in der Menge auf und ist bereit zu betteln, wenn das nötig ist, um von Cray akzeptiert zu werden. Cray versucht darüber nachzudenken, ob Gilbert eine gute Wahl wäre oder nicht, aber er gibt schnell auf, weil er ein schlechter Menschenkenner ist. Er hat keine Ahnung, wie er erkennen kann, ob jemand in der Zukunft stark sein wird, also beschließt er es dem reinen Glück zu überlassen. Er sagt Gilbert, dass er bereit ist, ihn zu empfehlen, aber er hat eine Bedingung dafür. Als Hunter muss man vor allem dafür sorgen, dass man immer gewinnt. Wenn er nicht stark genug ist, wird er seine Mitstreiter in Gefahr bringen. Also will Cray, dass er zeigt, dass er in der Lage ist, immer zu gewinnen. Außerdem hat Cray seit Beginn seiner Karriere als Hunter noch nie verloren, was allerdings daran liegt, dass er noch nie in einen echten Kampf verwickelt war. Jedenfalls nimmt Cray eines seiner Ringartefakte ab und verkündet allen anwesenden Huntern, dass die erste Person, die Ark diesen Ring überreicht, in seine Gruppe aufgenommen wird und wirft den Ring in die Menge, um das Chaos zu beobachten. Der erste, der den Ring bekommt, ist Gilbert, aber das hält nicht lange an, denn nicht einmal eine Sekunde später springt Tino auf ihn herab und schlägt ihm so fest ins Gesicht, dass er quer durch den Raum
Raum geschleudert wird. Gilbert braucht jetzt wahrscheinlich einen Arzt, aber niemand kümmert sich um ihn, denn der Ring rollt gerade über den Boden. Und während alle zunächst zögern zu handeln, dauert es nicht lange, bis sie alle anfangen, sich darum zu streiten. An diesem Punkt beschließt Cray, sich zu verabschieden. Und obwohl die Bar zerstört wird, als er geht, sagt er, es sei nicht sein Problem und geht nach Hause. Am nächsten Morgen wird es jedoch zu seinem Problem, denn die Schlägerei in der Bar macht Schlagzeilen. Offenbar wurde der gesamte Ort durch die Schlägerei dem Erdboden gleichgemacht, aber glücklicherweise gab es am Ende des Tages keine zivilen Opfer. Als Folge der Ereignisse teilt Eva ihm jedoch mit, dass die Forschervereinigung ein privates Treffen mit ihm haben möchte, und Cray weiß bereits, dass das bedeutet, dass sie ihn anschreien werden. Er fragt, wie Ark die Nachricht aufgenommen hat, und Eva sagt ihm, dass Ark es eigentlich ganz gut verkraftet und darüber gelacht hat. Da Ark wahrscheinlich nicht wütend ist, will Cray seine gute Laune ausnutzen und ihm die Rechnung für den Wiederaufbau der Bar schicken und ihn bitten, sich um das Treffen mit der Vereinigung zu kümmern. Aber Eva teilt ihm mit, dass das Treffen speziell für ihn bestimmt ist, sodass er dieses Mal keine Chance hat, sich davor zu drücken. Selbst wenn er versucht, das Treffen zu ignorieren, wird Garg, der Manager der Vereinigung, ihn jagen, wie er es immer tut. Also gibt Cray nach und stimmt zu. Aber er wird seine Geheimwaffe einsetzen, um es so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Und diese Geheimwaffe ist, zu kriechen und sich zu entschuldigen. Er argumentiert auch, dass nur die Bar beschädigt wurde. Und da niemand verletzt wurde und der Barbesitzer für die Reparatur der Bar entschädigt wurde, sollte es keine weiteren Probleme geben. Garg hatte noch nicht einmal die Gelegenheit, Cray anzuschreien. Aber nachdem er gesehen hat, dass Cray sich entschuldigt hat, lässt er es erst einmal gut sein. Aber auch wenn es keine offiziellen Beschwerden gegen ihn gibt, muss er trotzdem die Verantwortung für sein Handeln übernehmen, weshalb Garg ihm eine Aufgabe zuweist, die er nicht ablehnen kann. Die Vereinigung erhält alle möglichen Quests für Hunter, aber bei einer so großen Anzahl von Quests gibt es zwangsläufig welche, die so schwierig sind oder so wenig einbringen, dass sie niemand machen will. Diese Quests werden von den Huntern als Hausarbeiten bezeichnet, und Cray möchte sich nicht mit so einer Aufgabe herumschlagen, also versucht er sich zu verstellen und zu behaupten, er sei zu wichtig, um mit einer Hausarbeit beschäftigt zu werden. Garg lässt ihn nicht davonkommen, also ist er gezwungen, sich für eine zu entscheiden. Cray öffnet das Questbuch und sucht darin nach der einfachsten Quest, und von allen verfügbaren Quests ist die niedrige Level 3, also wählt er diese. Eigentlich wollte er Ark mit der Aufgabe betrauen, aber als er sich auf die Suche nach ihm macht, erfährt er von Tino, dass Ark gerade zu einem Treffen mit einigen Adligen unterwegs ist. Er wird für eine Weile weg sein und niemand sonst ist hier, also hat er nicht viele Möglichkeiten, seine Arbeit loszuwerden. In diesem Moment bemerkt er, dass Tino seinen Ring trägt, was bedeutet, dass sie gestern sein kleines Spiel gewonnen hat, aber abgesehen davon fragt er sie, ob sie gerade frei ist. Tino ist aufgeregt, weil sie denkt, dass er sie zu einem Date einladen will, aber zu ihrem Entsetzen sagt er ihr, dass er eine Aufgabe für sie hat. Sie rennt sofort weg, aber obwohl sie schnell ist, hat Cray seine Methoden, sie einzuholen. Er ruft seinen Kettenhund Silver herbei und weist ihn an, Tino zu fangen, und schon bald hat Cray sie an einen Stuhl gefesselt, damit er mit ihr über die Aufgabe sprechen kann. Sie fühlt sich betrogen, weil sie sich nur mit Cray verabreden wollte, aber jetzt zwingt er sie, diese beschissene Aufgabe ganz alleine zu lösen. Cray fragt, ob das ein Problem sei, dass sie es nicht alleine machen wolle, und Tino antwortet, dass sie nichts dagegen hätte, wenn Cray sie begleiten würde. Aber das würde bedeuten, dass Cray tatsächlich arbeiten müsste. Also entscheidet er sich stattdessen dafür, Tino mit einer Gruppe von Huntern, die er gestern getroffen hat, auf die Mission zu schicken. Boys and Girls, damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende der ersten Folge von Let This Grieving Soul Retire angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr sehen wollt, wie Cray sich weiterhin vor seiner Verantwortung drückt, dann stellt sicher, dass ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite, und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö, mitö.